Jetzt stelle ich Ihnen eine Dame vor, die spricht 5 Fremdsprachen, ist Model, Filmschauspielerin und Star eines chinesischen Kriegsdramas. Über 100 Millionen Chinesen schalten dort zu, wenn sie quasi als russische Adelige dort ihr Bestes gibt. Bei uns ist die Niederösterreicherin Ina-Alice Kopp noch relativ unbekannt und Katrin Jenny hat dieses Multitalent im Völkerkundemuseum in Wien getroffen. Ina-Alice Kopp verdankt ihre sensationelle Karriere unter anderem ihren außergewöhnlichen Fremdsprachenkenntnissen. Die 30-jährige St. Pöltnerin spricht 5 Fremdsprachen fließend, darunter auch Chinesisch, was ihr natürlich sehr bei der Hauptrolle in Departed Heroes, dem 30-teiligen chinesischen Kriegsdrama, geholfen hat. Außerdem ist sie auch als das nächste James-Bond-Girl im Gespräch und mich interessiert natürlich brennend, ob das stimmt. Wir sind da im Wiener Völkerkundemuseum in einer großen Mao-Ausstellung. Sie haben ja lange in China gelebt. Bekommt man da etwas vom politischen Regime mit? Nein, also nicht als Reisender oder als jemand, der sich kurzfristig in China aufhält. Gerade in den großen internationalen Städten an der Küste, Peking, Shanghai, Hongkong, lebt man sehr frei, wie im Westen auch und teilweise auch in großem Luxus. Am Land in China und vor allem, wenn man sich länger dort aufhält, bemerkt man schon immer wieder Missstände und politische und wirtschaftliche Kontrolle. Ist man da als Österreicherin im Vorteil oder im Nachteil? Ich würde sagen, dass man als Österreicher und als Ausländer in China generell im Vorteil ist. Also man kann dort ein sehr einfaches und bequemes Leben haben, ein sehr schönes Leben haben. Wie ist es zu Ihrem Engagement gekommen in Departed Heroes? Für Departed Heroes war eine ausgebildete Schauspielerin gesucht, die eben weiß ist oder westlich aussieht und eben auch fließend Chinesisch spricht. Weil es für die Rolle ja nötig war, dass ich sozusagen 30 Stunden, also 30 Folgen zu je einer Stunde auf Chinesisch drehe. Wie war das für Sie? Das war sehr, sehr abenteuerlich. Also ich bin ja sozusagen wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Projekt gekommen, bin wirklich an einem Samstag angereist, hatte dann diverse Treffen mit dem Produzenten, dem Regisseur und meinem zukünftigen Filmpartner und dann ging ich sofort zu Verhandlungen und am nächsten Tag war ich schon unterwegs nach Nordostchina, wo der Dreh begonnen hat, an Originalschauplätzen, weil es handelt sich ja um eine wahre Geschichte. Und dann hat man mir ein 2000 Seiten Drehbuch in die Hand gedrückt und am nächsten Tag stand ich schon am Set, im Tiefschnee, in Frühlingskleidung. Also es war sehr, sehr abenteuerlich und teilweise auch sehr anstrengend, eben weil es sich so kurzfristig ergeben hat. Das ist ja irgendwie schräg, als Österreicherin in China ein Star zu sein. Ja, das ist es. Also die Erfahrung an sich ist schräg, aber sehr schön. Also es war eine große Bereicherung für mich als Schauspieler, weil auch eine große Herausforderung schauspielerisch. Es handelt sich um ein Kriegsdrama und ich spiele eine Figur über einen Zeitraum von 10 Jahren hinweg, die von einem relativ jungen Mädchen heranwächst zu einer Mutter von 2 Kindern und die durch den Krieg über lange Zeiträume von ihrem Ehemann getrennt ist und viele traurige Dinge erlebt und viele tragische Dinge erlebt. Sie leben ja seit 2008 in Los Angeles und haben schon mehrere Angebote aus Hollywood. Außerdem sind Sie ja als das nächste Bond-Girl im Gespräch. Stimmt das? Ja, das habe ich auch schon gehört. Wie gesagt, im Gespräch zu sein, bedeutet nicht, dass man eine Rolle schon hat. Also den Ausgang solcher Gespräche kann man natürlich nie vorhersehen. Sie sind ja berufsbedingt eher selten in Österreich. Vermissen Sie die Heimat? Ja, sehr. Immer. Also ich versuche deshalb auch bei jeder Gelegenheit nach Österreich zu kommen und hoffe auch eben deshalb immer auf Projekte aus Österreich oder eben im deutschsprachigen Raum, weil mir das eine Gelegenheit gibt, in der Nähe meiner Familie zu sein. Können Sie uns etwas auf Chinesisch sagen? Ich kann die Sendung auf Chinesisch anmoderieren. Ja, bitte, gerne. Dajia hao, jing dajia guanzhu, jintian wanshang de Herbstzeit. Und was heißt das? Das heißt,
Grüß Gott oder willkommen, liebes Publikum. Und Sie sind herzlich eingeladen, sich heute Abend Herbstzeit anzusehen. Ina-Alice Kopp, eine sehr interessante junge Frau, von der wir in Zukunft sicher noch mehr hören werden. Außerdem drücken wir natürlich ganz fest die Daumen, dass das mit der Bond-Girl-Rolle klappt. Sie wäre nämlich die allererste Österreicherin, die auch wirklich als Bond-Girl in einem 007-Streifen zu sehen wäre.